Ja, der Kontakt mit dem Bergischen HC besteht ja seit 2 Jahren. Damals hatten wir eine große Sportprojektwoche und ich habe den Bergischen HC angefragt. Und da ist der Fabian Gutbrot mit dem Ali Oelze damals gekommen. Seitdem haben wir die Kooperation, die Partnerschaft. Der Fabian kommt jetzt regelmäßig. In diesem Jahr noch mal ein bisschen mehr, weil wir seit diesem Jahr offizielles Mitglied von Coole Schule sind, dem Projekt. Und da sind wir natürlich sehr dankbar drüber. Bei uns geht es überhaupt nicht um Talentförderung, sondern wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler Beachtung finden, dass da eine Wertschätzung rübergebracht wird. Und wir sehen einfach, dass unsere Schüler tierischen Spaß haben, wenn Fabian, jetzt auch der Christopher Rudeck mit dazukommen und machen einfach total gerne mit. Und wir freuen uns einfach, dass wir bei dem Projekt dabei sind und einfach so viel Spaß mit denen haben. Ja, wir waren hier heute und haben mit den Kindern ein bisschen Spaß gehabt in der Halle. Haben uns, denke ich, viel bewegt und ja, so ein bisschen halt ein paar Beispiele gemacht. Und das ist einfach eine super Geschichte, weil die Kids super viel Spaß dabei haben und mit so viel Elan hier in der Halle rumtoben. Also man kommt hier in die Halle und die schmeißen die Bälle wie verrückt durch die Gegend. Und so viel Energie sieht man selten, wenn man bei uns in die Halle kommt. Dann braucht das ein bisschen, bis wir warm sind. Und die legen hier von 0 auf 100 los. Und das bereitet uns einfach eine super Freude hier dann. Ja, bis hier mit den Kindern Spaß zu haben. Meistens kriegen wir Spaß. Spaß. Was kann ich nicht. Das Mikrofon? Ja, also uns macht das riesig Spaß. Vor allem, weil ihr alles so toll mitmacht, weil ihr euch richtig viel Mühe gibt. Und ja, deswegen haben wir eine Riesenfreude, wenn wir hierher kommen dürfen. Danke.